drücken. Ach Mann, ja, das hab ich. Ich hasse es. Wirklich, ich hasse diesen ganzen Scheiß. Ich mach das nicht mehr. Es ist so ein blöder Scheiß, echt. So ein richtiger Scheiß. Es gibt so fünf Schritte, die man beachten muss. Was? Es gibt so fünf Schritte, die man beachten muss. Du hast ungefähr drei. Wieso drei? Was habe ich noch nicht beachtet? So, und wenn es nicht mehr läuft, immer hier oben nachdrücken, damit Wasser rauskommt, aber es, damit Luft reinkommt. Aber es geht eben nicht, weil es verstopft ist. Deswegen geht's nicht. Scheiße, echt. Herzlich willkommen zu Automativ.de, heute aus Colmar in Frankreich. Hallo und herzlich willkommen zu Automativ.de, hier heute aus Evian, vom Lac Léman, aus Sisteron, aus Nizza, aus Saint-Raphaël, aus Marseille, aus Avignon, aus Saint-Albin. Willkommen zu Automativ.de, heute aus Colmar in Frankreich. Wir sind mit dem Grand California 600 unterwegs, haben gestern, das ist unsere erste Nacht gewesen, haben gestern ja so ein bisschen kalt gekocht in der Küche. Das ging so ganz gut für den Anfang. Wir sind ja Camper-Beginner, fahren heute weiter von Colmar auf unserem 10-Tages-Trip nach Megève-Mont-Blanc, also in die französischen Alpen. Und da hatten wir auch ganz schön was vor, denn die französischen Alpen sind natürlich sehr gesät mit Kurven und sehr eng. Und trotzdem hatten wir hier kaum Probleme mit dem Crafter, also mit dem California. Hier sieht man den Grenzübergang von Frankreich in die Schweiz. Denn das Auto liegt gut, das liegt wie ein PKW und man kann mit ihm wirklich gut durch die Kurven fahren. Ja, jetzt hier kurz vor dem Genfer See, noch in den Regen gekommen und jetzt hatten wir aber diesen wunderschönen Blick hier über diesen See mit diesen Weinhängen. Hallo und herzlich willkommen vom Lac Léman in der Nähe von Genf, ganz genau in Evian, da wo das Wasser herkommt. Da haben wir heute das Zelt aufgeschlagen bzw. die Nacht verbracht, hier mit diesem wunderbaren Blick raus auf diesen See. Und heute fahren wir weiter nach Süden, in Richtung Süden Frankreich. Wir haben gerade gefrühstückt, auch das ging gut. Und ja, wir wollen jetzt endlich mal in die Wärme und genau das machen wir jetzt. Und auf dem Weg sind wir in Megève-Mont-Blanc vorbeigekommen. Das ist hier leicht außerhalb von Megève und das ist auch nicht der Mont-Blanc, der hier gezeigt wird, aber die Landschaft steht stellvertretend dafür. Auf dem Weg zur Côte d'Azur sind wir gestern von Megève-Mont-Blanc jetzt hier gestern Nacht gestanden und haben hier uns jetzt die Nacht oder hier die Nacht verbracht. Das war ganz gut. Sisteron ist total cool, weil in der Nacht, man sieht es gerade auf dem Bild, ist der Felsen da hinten angestrahlt und die Burg hier oben auch angestrahlt. Und es gibt ein richtig schönes Panorama. Und man kann hier, das haben wir durch Zufall gefunden, man kann hier eben stehen und auch Wasser und alles und Abwasser ablassen und Frischwasser hier wieder eintanken. Und genau das, das werden wir jetzt machen. Ja, und das beim ersten Mal ist gar nicht so ohne, denn man kann viele Fehler machen, vor allem bei einem Automaten, der halb kaputt ist, so wie man hier sieht. Man kann mit der Karte oder man konnte hier, glaube ich, mit der Karte nicht so wirklich zahlen. Trotzdem haben wir es irgendwie geschafft, den PIN hier einzugeben und das Wasser freigeschaltet zu bekommen. Dann musste man relativ, oder ich musste relativ zügig dann machen, war mir nicht ganz sicher, ob es wirklich freigeschaltet war, aber doch. Wir hatten unseren eigenen Gartenschlauch dabei und konnten jetzt hier mit dem Wasser da tanken, also Wasser tanken, denn der Tank war, glaube ich, nur noch zu 20% voll. Da hat eigentlich ganz schön viel reingepasst. Ja, mit dem eigenen Gartenschlauch einfach ganz normal den Tank füllen und dann ist das hier auch ja kein Problem, außer dass die Klappe halt wirklich nicht die tolle ist. Hier war sie noch heile, die Klappe, danach war sie nicht mehr heile. Da habe ich nämlich dann mit dem Schlauch noch schnell die Trittstufe sauber machen wollen und die Tür nach hinten geschoben mit offener Plastikklappe. Das könnte man tatsächlich hier besser lösen.
Man fragt sich ja tatsächlich auch, wie es ist, mit so einem 6 Meter langen Camper hier in so einer engen Stadt wie Nizza zu fahren. Und wir sind ja schon ein bisschen durch Nizza gefahren gestern. Und es geht schon sehr, sehr gut. Man muss nur darauf achten, dass man eben in die Parkhäuser, in die meisten Parkhäuser zumindest, wir haben keins gefunden jetzt hier, in die meisten Parkhäuser nicht reinkommt, weil klar, die Höhe ist eben viel, viel zu hoch. Und man hat auch, wenn man ein bisschen Glück hat, heute ist Sonntag, gestern war Samstag und wir haben samstags auch einen Parkplatz hier direkt an der Promenade gefunden. Wir stehen hier direkt an der Promenade. Wirklich eine super, super Lage. Es ist ein bisschen laut, wie man gerade hört, aber es ist 1A, weil man direkt am Strand ist und direkt auch im Wasser ist. Heute Nacht hat sich jemand zu schaffen gemacht am Wasser hier. Das aufgebrochene Schloss, das ist nicht so gut zu verriegeln. Das heißt, der war wirklich offen, dachte wahrscheinlich, das sei der Tank. Der Tank hat nämlich auch Spuren. Das ist halt ein bisschen blöd hier, wenn dann irgendjemand vorbeikommt und da versucht, Sachen zu klauen. Ansonsten geht es uns noch gut. Die Nacht war einigermaßen und wir fahren jetzt die Côte d'Azur entlang und beschäftigen uns dann auch dort mit dem Camper mal ein bisschen ausführlicher und das sehen Sie dann. Das Wichtigste ist immer gelassen bleiben mit diesem Auto. Man ist natürlich viel behäbiger, aber es geht auch, dass man hier auch um enge Kurven und Straßenknicke fahren kann, weil hinten das Auto kaum einzieht, sodass man auch kaum ausholen muss, wie so mit so einem Sattelschlepper. Auch das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und klar, träge, aber wenn man weiß, wie, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, dann ist er auch vom Antritt, auch von der Ampel weg und auch von der Spontanität und so, kann man mit ihm schon durchaus ganz gut hier manövrieren, auch durch so enge Gassen wie in Nizza. Man fragt sich ja immer, wie hell kann es werden im Grand California 600 hier. Wir haben jetzt mal alle Lichter angemacht, die angehen. Das sind hier zum Beispiel diese LED-Lichter hier und hier. Die gehen einfach per Touch an und aus. Dann haben wir natürlich die ambiente Beleuchtung hier oben und ganz nach hinten. Und eine zweite ambiente Beleuchtung sowie das Küchenlicht. Auch wieder so eine LED-Leiste mit Touch-Funktion, die ganz schön viel Licht macht. Die macht viel aus. Und ja, man merkt, okay, das ist ganz schön hell. Vorne im Cockpit gibt es theoretisch auch noch das ganz normale Licht, was man oben anmachen kann am SOS-Knopf. Aber braucht man eigentlich nicht, weil hier ist es wirklich hell genug, wenn man alles erleuchtet. Und damit die Fliegen nicht reinkommen, weil wir hier ja gerade komplett am Wasser stehen, nirgendwo an der Côte d'Azur, hat man hier eben diese Fliegennetze, die man ganz variabel und einfach einstellen und hier ranmachen kann. Hallo und herzlich willkommen zu automativ.de, heute Morgen aus San Rafael. Wir stehen hier zwischen Cannes und San Rafael an der Küstenstraße, an der Côte d'Azur mit diesem Blick hier. Das sieht so wunderschön aus. In der Nacht war es stockduster, wir haben nichts gesehen. Wir haben uns hier in der Nacht hingestellt, da war es schon dunkel. Aber heute Morgen hat sich der Blick bzw. die Nacht, das Risiko hier an der Küstenstraße mit dem Wind, wo wir hier relativ dicht an der Klippe stehen, hat sich das tatsächlich gelohnt. Bisschen Unterbrechung gab es durch Scheinwerfer, helle Scheinwerfer und auch teilweise Menschen, die hier geparkt haben. Einmal haben sie auch, da war ich ein bisschen unruhig, ein bisschen Koks durchgezogen hier im Interieur im Golf GTI Clubsport Deutsche. Aber es war tatsächlich doch dann anschließend richtig ruhig. Guten Morgen und herzlich willkommen zu automativ.de zum wiederholten Mal, heute aus Marseille. Dieser Punkt hier, an dem wir übernachtet haben, mit diesem phänomenalen Blick hier vorne. Gerade waren wir noch drei Camper, die hier standen. Jetzt sind wir nur noch alleine. Die beiden sind gerade gefahren. Mit diesem Blick haben wir übernachtet und auch mit diesem Tourpunkt in Marseille beenden wir unsere Route hier an der Côte d'Azur und fahren dann wieder Richtung Norden am Rhonetal entlang mit diesem Fahrzeug, sodass wir am Donnerstagabend dann wieder in Braunschweig sind. Ja, hallo und einen guten Morgen aus Avignon heute. Wir stehen hier zum allerersten Mal auf einem Campingplatz. Ich zum allerersten Mal in meinem Leben und wir zum allerersten Mal auf unserer Tour. Wir haben ja gestartet im Norden von Frankreich, sind über die Alpen, über die französischen Alpen nach über
Genf, am Genfer See entlang gefahren, über Evian und dann runter an die Côte d'Azur. Und jetzt sind wir ja wieder auf dem Weg zurück, fahren heute die Rhone weiter und fahren dann auch wieder zurück nach Braunschweig. Ja, wir hatten eine sehr ruhige und sehr entspannte Nacht hier mit diesen Bäumen, mit diesem ja doch sehr, sehr schönen Campingplatz. Nicht schön von den Sanitäranlagen und auch nicht schön vom Personal hier in Avignon tatsächlich. Da hatten wir unsere Erfahrungen später dazu. Aber zumindest ist es ruhig und man hat seinen eigenen Stellplatz und man kann hier auch campen. Und ich hatte tatsächlich die Hoffnung, weil man das ja nicht darf, dass wir hier die Markise mal ausfahren können und die Stühle von hinten holen können. Aber auch das geht nicht, weil dieser Platz es hier nicht zulässt, weil der Baum hier steht. Wie auch immer, wir machen das Auto jetzt abfahrbereit. Dazu nehme ich die Verdunklung ab, die, man sieht es auch gerade eingeblendet, die nicht so wahnsinnig krass verdunkelt. Da hätte man tatsächlich dann, oder ich hätte da einen dickeren Stoff erwartet oder einen Stoff, der eben mehr abdunkelt. Das ist so ein Manko, die diese Verdunklung hat. Und man sieht es auch da drüben an dem Camper. Das ist natürlich nochmal die Stufe besser, wenn man Rollos hat, auch an der Frontscheibe, die man einfach aufziehen kann, von oben nach unten, von unten nach oben oder auch seitlich, so wie der Camper das hat, da von Citroën. Das ist natürlich nochmal eine Nummer schicker, als diese Sachen hier abzunehmen. Um den Camper bereit zu machen, jetzt muss ich nochmal ganz kurz raus, drehe ich den Vordersitz vorne um, damit auch der steht. Wir haben immer den Vordersitz, den rechten Vordersitz umgedreht, den Fahrersitz allerdings immer ganz normal in Fahrtrichtung, weil wir immer gesagt haben, falls irgendwas passiert auf den, beim Stehen am Straßenrand, dann kann man schnell auf den Fahrersitz und schnell abhauen. Deswegen haben wir den immer so gelassen. Das war als Routine, dass wir den auch auf dem Campingplatz so gelassen haben. Hier hätten wir es ja nicht gebraucht. So, diese Verdunklung hier, das sind alles Magnete hier an den Seiten. Das ist ganz geschickt gemacht und das geht auch schnell hin. Also das kann man sehr, sehr schnell machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch gut. Nur wie gesagt, man sieht es auch jetzt schon, wie auch hier das Licht durchscheint. Das ist nicht dicht. Man hat es gemerkt, als wir vor allem an der Côte d'Azur an der Straße, an dieser Küstenstraße gecampt sind, wenn dann die Scheinwerfer vorbeikommen, dann denkt man immer, ist es jetzt eine Taschenlampe, die da reinleuchtet oder sind es tatsächlich Autoscheinwerfer? Man könnte hier ein bisschen mehr Verdunklung realisieren. So, jetzt haben wir hier natürlich auch auf so einem Campingplatz, wäre es natürlich schöner, klar, wieder die Deutschen, die immer an allem rummäkeln, wenn hier Rasen wäre oder zumindest irgendwas, was nicht ganz so staubig ist, damit man den ganzen Dreck nicht reinträgt. Ich habe immer Schuhe ausgezogen, mache ich jetzt nicht aufgrund der Zeit. Ich nehme vorne noch das Hauptrollo ab oder die Hauptverdunkelung ab dazu und das ist ein bisschen komplex, wenn man das jetzt hier so sieht. Dazu nimmt man hier diese an den Sonnenblenden befestigten Ösen ab. Beim Montieren ist es dann tatsächlich immer ein bisschen umständlicher, muss man immer hinten ran und dann das hier tatsächlich reinfriemeln. Das ist immer so der Part, den keiner von uns machen will. Oh, es ist unsere Figur abgeflogen. Naja, so, genau, und dann nimmt man noch diese Seite ab, legt die Sachen gleich schön zusammen und dann kann man auch hier wieder fahren. So, was auch noch wichtig ist, dieses Auto verfügt ja über eine Gasheizung. Man kann auch eine optionale Dieselheizung bestellen, aber das Auto hat hier eine Gasheizung mit Gasflaschen, zwei Stück im Heck. Sehen wir gleich noch, wenn wir auf dem Parkplatz uns wiedersehen vorne, wo wir einfach mehr Platz haben, um das Auto zu zeigen. Da muss man die Gasflaschen noch zudrehen, weil die während der Fahrt natürlich nicht offen sein sollten. Nicht dürfen, aber auch nicht sollten. Genau. So, und ich würde sagen, alles Weitere machen wir dann vorne. So, wir haben uns jetzt vom Campingplatz verabschiedet. Wir stehen jetzt direkt an der Pont d'Avignon, an dieser berühmten Brücke, die so halb ins Wasser ragt, hier direkt an der Rhone mit dem Grand California 600. 600 steht für die Länge, 6 Meter, er ist knapp 6 Meter lang, er ist knapp 3 Meter hoch und er ist knapp über 2 Meter breit. Also ein wirkliches Teil. Das Auto basiert auf dem Crafter, wurde oben nochmal CFK komplett erweitert über, um die Höhe,
sodass man auch drin stehen kann. Werden wir noch sehen. Wir werden jetzt uns hier intensiv mit diesem Auto beschäftigen, haben es bewusst am Ende der Tour gemacht, damit wir wirklich auch alles sagen können, alle Vorzüge, alle Schwachstellen sagen können, damit man genau weiß, damit Sie genau wissen, auf was Sie sich einlassen. Wir haben jetzt 9 Nächte in diesem Auto übernachtet oder werden noch die kommende Nacht einmal, dann sind es 9 Nächte und dann können wir wirklich auch aussagekräftig hierüber sein. So, wir haben das Auto hier stehen. Preis, Kampfpreis war mal 2019 55.000 Euro. Das hat Volkswagen Nutzfahrzeuge mittlerweile erhöht. Es ist alles teurer geworden, die ganze Welt ist teurer geworden. Wir liegen jetzt hier bei 64.900 Euro Grundpreis. Aber wie das Auto hier steht, Volkswagen typisch oder auch alle Hersteller typisch, natürlich teurer. Wir haben hier ungefähr einen Ausstattungspreis von 90.000 Euro, etwas darüber. Das liegt ganz einfach daran, wir haben hier gleich vorneweg hier Candy Weiß und Kirschrot, gleich diese Bicolor-Ausstattung von, also Bicolor-Lackierung außen, gleich die kostet mal über 2000 Euro Aufpreis und da merkt man schon, okay, da werden natürlich die Aufpreislisten hier sehr lang, bei diesem Auto ganz genauso. Wenn wir hier vorne an der Front stehen, auch nur dazu ganz kurz, wir haben hier auch ein optionales Paket in diesen 3 Chromstreben. Normalerweise ist das alles aus Kunststoff, das schaut schicker aus. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer hier drin, auch automatisch abblendend und aufblendend, also diese ganze Automatik haben wir drin. Überhaupt haben wir hier ein Auto, das, und das sind natürlich die Vorzüge von Volkswagen gegenüber anderen Wohnmobilherstellern, gerade Fiat, der Fiat Ducato, der ja auch ein sehr beliebtes Campingmobil ist, oder auch die Citroën-Modelle oder auch voll integrierte Fahrzeuge von Hümer zum Beispiel und so weiter, ist daher der Vorteil, dass die Transfertechnologien sehr, sehr gut gemacht werden können von der Volkswagen-Pkw-Marke hin zu den Nutzfahrzeugen, sodass man hier auch mit Spurhalteassistent, ACC, alles volle Hütte ausgestattet hat. Sage ich auch noch was danach, wie gut das funktioniert. Wir haben hier unter der Haube immer nur eine Möglichkeit, das ist der Allerweltsmotor 2,0 Liter CDI Motor mit 177 PS. Den gibt es an, auch serienmäßig hier im Grand California, gekoppelt an eine 8-Gang-Automatik. Die funktioniert ganz gut, hat allerdings eine Anfahrschwäche, aber es ist ja auch ein großes Teil, wiegt auch viel über 3 Tonnen, so wie es hier steht, 3,1 Tonnen. Leergewicht, das ist natürlich dann normal, dass es dann eben so fährt. Kommen wir auch zum Fahren, aber auch noch dazu. Genau, wenn wir jetzt hier an die Seite gehen, dann sehen wir, okay, das Ding ist kein normaler Crafter. Das ist schon ein großer Aufbau. Wir haben hier eine Markise, die kann man ausfahren mit einer Stange, die hinten im Kofferraum hängt. Und dann kann man hier auch schön campen, sofern es eben auf einem Campingplatz ist, denn alles andere ist nicht erlaubt. Man kann nicht einfach an die Straße sich stellen und da campen. Campen bedeutet, zumindest hier in Frankreich, campen bedeutet, man lässt die Markise aus, man holt die Stühle raus, man holt den Tisch raus und baut sich hier wirklich richtig auf. Was man darf und was wir ja auch viel gemacht haben, außer heute, ist an die Straße sich zu stellen und dann einfach da drin übernachten, ohne jetzt Sachen ausgefahren zu haben, außer natürlich die Trittstufe, das ist erlaubt. Ja, und die Trittstufe, die fährt automatisch aus, das finde ich ein sehr cooles Feature. Wenn man hier die Tür aufmacht, dann fährt sie jetzt gerade nicht aus. Das ist doch das allererste Mal, dass sie nicht ausfährt. Was ist denn mit der Trittstufe los? Da muss ich mal kurz gucken, in welchem Modus wir hier sind. Wenn wir hier im Campingmodus sind, nee, fährt sie nicht aus. Okay, da muss ich nachher mal gucken, warum die jetzt nicht ausfährt. Das darf nicht wahr sein. Das hat die ganze Zeit immer ganz normal funktioniert und jetzt fährt sie auf einmal nicht mehr aus. Ich weiß nicht, was da los ist. Egal, wir stellen uns hier hinten nochmal ans Heck. Dann sieht man auch diese Ansicht. Wir haben hier eine Rückfahrkamera. Das ist auch ein optionales Paket. Ein Heckgepäckträger von Thule. Auch der ist optional. Den muss man sich extra bestellen. Da muss man ja aufpassen, wenn man hier die Heckklappe zumacht, vor allem, dass man sich nicht selber eine wegbügelt vom Kopf, sodass man nicht hier bewusstlos am Heck liegt. Das ist natürlich sehr schlecht. Hier, die erwähnten Campingstühle, die hole ich jetzt nicht raus. Die wurden schon in vielen Videos rausgeholt. Die sind hier schön verstaut. Hier hinten bei uns dienen sie jetzt als Weinhalterungen. Und dann geht es hier hinten ziemlich schnell ins Eingemachte. Da kommen wir nochmal separat drauf. Hier hinten sitzen die Gasflaschen, da links sind die Sicherungskästen, hier ist die Außendusche
Und hier ist einfach Stauraum unter dem Bett, den man nutzen kann, um seine Sachen eben, ja, um sein ganzes Geravel, was man eben mit dabei hat, schön zu verstauen. Und hier kann man dann direkt ans Bett gucken. Das ist immer ganz schön, weil man kann, wenn man schön geparkt hat, irgendwie an einem Fluss oder so, hier direkt vom Bett dann die Türen aufmachen und rausschauen. Die kleinen Fenster, die man hier jetzt noch sieht, die lassen sich überall, vor allem im Grand California, lassen die sich überall mit einem Fliegenschutzgitter als auch mit einer Verdunklung hier aktivieren, sodass man auch die Fenster offen lassen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man von Fliegen zerstochen wird. Und man kann sie natürlich auch verdunkeln. Die Verdunklung hier, die ist sehr gut, die ist sehr dunkel, im Gegensatz zu vorderen mit den Vorhängen, mit den Tüchern. Die hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass es nicht so optimal ist. Genau, so. Ein großes Thema ist ja auch das Abwasser, also das Wasser und Abwasser und Heizsystem. Das schauen wir uns jetzt an im Grand California. Wir haben hier meine Benjamin Signature Kappe hier, die ich leider kaputt gemacht habe, aber sie dann auch zusätzlich nochmal aufgebrochen wurde in Nizza. Und das liegt hier an diesem Schloss. Das kann man hier aufmachen, jetzt habe ich gerade den Schlüssel nicht dabei, der steckt vorne. Und dann kann man hier direkt Wasser einlassen. Das ist also der Zugang zu dem Frischwassertank. 110 Liter kann man hier mitnehmen. Die Kappe ist deswegen kaputt gegangen, weil die Kappe hier so steht und ich schnell mit dem Schlauch, den wir hatten, mit dem Wasser die Tür aufmachen wollte, um die Trittstufe, die vorher nicht funktioniert hat, jetzt aber funktioniert, sauber zu machen. Und dann hat es natürlich hier geknackst und dann, ja, könnte man das tatsächlich besser machen, dass man hier nicht eine Plastikkappe nimmt, sondern ähnlich wie beim Tankdeckel das auch so macht, dass es eben, ja, nicht so an der Karosserie draußen hängt mit so einer Plastikkappe, sondern eben ein bisschen eleganter integriert ist. Das wäre tatsächlich schöner als diese Plastikkappe, vor allem, weil man ja weiß, dass die Schiebetür hier immer auf und zu gemacht wird, auch von Kindern oder irgendwas, eine Unachtsamkeit und schon ist die Kappe kaputt. Das ist nicht gut geregelt. Wir haben dann auch noch das Grauwasser, was man ja Grauwasser nennt, also alles, was man, wenn man abgespült hat, alles, nicht Toilette, aber alles, wenn man abgespült hat, wenn man geduscht hat, das kann man hier unten ablassen. Also vor dem hinteren linken Rad gibt es hier eine Klappe. Ich weiß nicht, ob man das sieht, man sieht es wahrscheinlich nicht. Und dann kann man diesen Hahn hier öffnen. Genau, und dann kommt das Grauwasser schon rein, raus. Ich mache es jetzt nicht, weil es ist verboten, das Grauwasser an irgendwelchen Stellen verständlicherweise abzulassen. Dafür gibt es bestimmte Stellen auf Campingplätzen oder auch in Südfrankreich, aber nicht an der Côte d'Azur, sondern in Südfrankreich etwas höher Richtung Norden. Einfach auch öffentliche Stellen, wo man auch die Toilette und das Grauwasser entleeren kann. So, und dazu gehört natürlich auch, wie ich gerade gesagt habe, die Toilette. Die Toilette, das ist eine Kassette hier. Die liegt hinter dieser Klappe und das meine ich mit auch dem Frischwasserzugang. Diese Klappe ist ja auch echt schön gemacht, echt gut gemacht. Sie ist integriert in die Karosserie, ist Kunststoff, CFK, trotzdem aber sehr, sehr gut gemacht. Und dahinter, da ist die Kassette. So, und die kann man rausnehmen. Die ist auf Rollen. Bevor man sie rausnimmt, muss man sie hier abstöpseln. Ich mache es jetzt nicht, weil sie ist gerade noch in Benutzung. Da hätten wir jetzt hier ein bisschen eine Sauerei, aber das kann man hier abstöpseln. Dann nimmt man die Kassette raus und hat sie in der Hand und entleert dann die Kassette und spült sie dann mit Wasser nach. So, das ist eine Station, die haben wir in Frankreich so nie vorgefunden, nie so modern und nie so gepflegt. Das ist in Frankreich eine Autobahnraststättenstation, wo man die Toilette rausnehmen kann und auch Wasser ablassen kann. Sieht sehr lecker aus, sieht wirklich herrlich aus. Ich glaube, die Leute hier, die lassen nicht nur ihr Wasser hier ab. Jetzt muss ich mich hier auch noch hinknien. Hier kann man Strom buchen. Das ist der Idealfall, wie es aussieht auf so einer Entladestation oder Campingstation. Hier kann man auf jeden Fall Strom buchen. Wir sind hier in Braunschweig wieder zurück von Frankreich. Hier kann man Wasser buchen. Das kostet 10 Cent pro 10 Liter, also für das Auto ungefähr 1,20 Euro. Hier gibt es ein modernes Gerät für die Toilette. Dann fährt hier der Rollladen hoch und dann stellt man die Toilette rein. Dann wird die Toilette, die Kassette komplett entleert, ausgespült und sogar nochmal gereinigt. Also richtig gereinigt, sodass sie ist wie neu. Dann gibt es aber hier noch das Gerät für die, die es selber machen wollen und das ja auch wirklich die meistens dort steht auf den Campingplätzen, dass man die Kassette selber reinigt.
Und das machen wir jetzt, damit Sie das auch mal gesehen haben, wie genau das geht. Dann nimmt man hier die Kassette hoch, also raus, stöpselt das Teil hier ab, den Zulauf von der Kassette, genau. Dann kann man ihn hier hinten lassen und nimmt dann die Kassette komplett raus, kann auch hier, damit hier nichts passiert, den Stöpsel reinmachen, damit hier alles gut ist. So. Und dann kann man hier die Kassette rausnehmen und entleert sie dann hier in dieser Station. Und da ich es immer ein bisschen eklig finde, mache ich hier erstmal die Station ganz leicht sauber auf den Rand. Genau. Da geht nicht so gut weg, aber immerhin. So, jetzt ziehe ich den Stöpsel hier wieder ab. Oh, jetzt spritzt es ein bisschen. Ziehe den Stöpsel hier wieder ab. Drehe den Hahn und jetzt kann ich die Sache hier beziehungsweise ja genau hier entleeren. Und jetzt kann man das hier direkt reinschütten. Genau, und jetzt wartet man, bis es eben durchgelaufen ist, spült dann die Kassette nochmal aus. So, das hier ist der Austritt oder die Entlüftung der Gasheizung. Wir haben ja hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Gasheizung an Bord. Die ist serienmäßig mit 2 Gasflaschen, 11 Kilo Gasflaschen im Heckbereich. Wenn man hier Wasser aufheizt auf 40 oder 60 Grad, mittels der zentralen Kempereinheit, des LCD-Displays, sehen wir gleich noch, dann wird hier oder auch heizt den Innenraum, das Auto ist ja auch für Wintercamping gut geeignet dadurch, heizt hier oder ist hier die Entlüftung, wo die Wärme der Gasheizung rauskommt. So, und jetzt schauen wir uns das an, wie das im Interieur ausschaut. Hier im Innenraum, das Badezimmer. Jetzt übrigens fährt die Campingstufe aus. Jetzt hat es funktioniert. Dann haben wir hier das Badezimmer. Das haben wir ja schon oder das ist ja schon in einigen Videos gezeigt und auch in einigen Bildern gezeigt. Es ist recht in Ordnung. Es ist so ein bisschen, das ganze Interieur ist ja sowieso ein bisschen wie Business Class im Flugzeug und so ein bisschen auch die Toilette ist hier und die Dusche ist ja alles ein Raum. Wir haben hier die Toilette, das ist eigentlich eine ganz normale Unterdrucktoilette, die man hier öffnet mit einem Riegel. Und wenn der Riegel geöffnet ist, geht unten an der Klappe, die wir gerade an dieser Kassette gezeigt haben, geht auf diese Schieberegler auf, damit alles reinlaufen oder reinfallen kann, wie auch immer. Und die ist im Unterdruck und hat auch hier einen Spülknopf. Das heißt, man kann hier auch spülen und dann läuft ganz normal wie bei einer hauseigenen Toilette ganz normal das Wasser hier runter und man kann die Toilette hier spülen. Ja, und wenn das voll ist, gibt es an der Seite noch, ich gehe mal raus, dann kann man das besser sehen, dann kann die Kamera da direkt hin. Wenn die Toilette voll ist, gibt es an der Seite noch eine Anzeige. Das ist jetzt hier auf ja, leicht rot, also die ist ganz wenig gefüllt. Und dann weiß man, okay, jetzt ist die Toilette voll, jetzt müssen wir sie entleeren. Und wenn man da in Panik kommt an der Côte d'Azur, so wie es uns passiert ist, wo wir nicht wussten, wo wir die Toilette entleeren sollen, weil es nichts gab, keine Station, wir sind ewig gefahren, 5 Stunden am Abend, dann bekommt man natürlich schon ein bisschen Panik, dann ist sie halt voll. So. Genau, alles andere hier, Wasser, weil wir ja gerade auch bei Wasserhaushalt sind. Wir haben 2 Waschbecken hier, ein Küchenwaschbecken, was man hier benutzen kann, auch zum Abspülen. Da haben wir auch größere Teller abgespült. Irgendwann mit der Größe wird es natürlich ein bisschen schwierig, aber es geht sehr gut. Vor allem, weil man den Hahn hier auch drehen kann. Man kann ihn nicht um die Achse, um die X-Achse hier quasi am Dings drehen, sondern hier oben kann man ihn drehen, sodass auch das Wasser an die Seite fließt und dann hat man auch einfach mehr Platz mit dem Wasserstrahl. Und man hat auch hier ein Waschbecken, das ist ein Klappwaschbecken im Badezimmer, sodass man hier auch Wasser laufen lassen kann in dem Waschbecken. Was wir jetzt hier haben, ist eine Handbrause, die kann man entweder hier oben einhängen oder man kann sie eben in der Hand lassen. Das sind natürlich solche Teile, wo ich sage, okay, Volkswagen-Qualität, den Anspruch habe ich eigentlich auch hier bei Volkswagen-Nutzfahrzeugen in so einem Camper. Wir haben jetzt gemerkt, die meisten Brausen auch zu Hause, das ist auch bei uns zu Hause so leider passiert, die sind ja zusammengesetzt aus 2 Hälften, werden so zusammengesetzt, genau, und dann irgendwann gibt es hier eine Naht und das Wasser sucht sich ja immer seinen Weg. Und bei diesem hier, das Auto hat 10.000 Kilometer, jetzt sind wir 2000,
500 damit gefahren, also 12.500 Kilometer, geht hier diese Naht auf und das Wasser spritzt ziemlich stark raus. Das heißt, es läuft dann immer an der Seite runter und der ganze Boden ist nass. Wir haben im Boden noch zwei Abläufe, da kann das Wasser abfließen, aber wenn der Camper natürlich, wenn wir irgendwo stehen oder selbst hier auf dem Campingplatz, wenn der Camper schräg steht, dann fließt es nicht optimal ab, obwohl zwei Abflüsse sind, aber hier an der Seite fehlt theoretisch einer, sodass hier auch abfließen könnte und dann steht das Wasser eben in dieser Kurve und das ist immer ein bisschen blöd. Da habe ich mir eine andere Qualität und auch hier hätte man natürlich, das kann man das von Hand einfädeln, aber es gibt auch die Systeme, die das dann einziehen. Alles Kleinigkeiten, aber es funktioniert wirklich gut, auch hier zu duschen. Wenn man hier duscht, ist natürlich alles nass. Muss man später alles mit dem Mikrofasertuch sauber machen, um nicht hier komplett in die Pfütze zu treten. Aber das geht sehr schnell und auch sehr gut. Der Spiegel hier, dahinter gibt es noch einen Schrank und dann ist der Spiegel an der Seite. Das ist auch sehr gut gelöst. Der hat zwei Seiten, der Spiegel. Und hier oben ist ein Bewegungssensor im Licht drin. Das heißt, wenn die Tür aufgeht vom Badezimmer, geht automatisch das Licht an. Führt auch dazu, wenn man einen Tick länger auf der Toilette sitzt, dass es auch ausgeht und man dann im Dunkeln sitzt und man kurz fuchteln muss, dass das Licht wieder angeht. Genau. So, und dann kann man hier, wie im Flugzeug, auch hier den Spiegel wieder festmachen und alles ist sehr gut. So, das ist der Wasserhaushalt. Jetzt haben wir noch das zweite Thema, das Gas, der Gashaushalt. Wir haben hier zwei Kochplatten, die laufen mit, also zwei Gasplatten zum Kochen für Töpfe und Pfannen, die laufen mit Gas. Die Heizung, hier ist die zentrale Campereinheit, die Heizung läuft auch mit Gas. Wenn man im Campingmodus ist, es gibt hier den extra Campingmodus, den kann man anwählen, der jetzt nicht funktioniert. Irgendwie ist heute der Wurm leider drin, aber den kann man theoretisch hier anwählen. Dann bleibt die Trittstufe ausgefahren. Dann wird die Musikanlage zum Beispiel nicht nur vorne, sondern auch, wenn man mehrere Lautsprecher hat, in diesem Kalifornien auch im ganzen Kalifornien gleichmäßig verteilt und so ein paar kleine. Dann geht das Licht vorne nicht an, wenn man das Auto aufschließt, damit es die anderen Camper nicht stört und so weiter. Das passiert alles im Campingmodus. Das heißt, wenn man steht, ist es immer ratsam, den Campingmodus zu aktivieren. Wenn man jetzt hier die das Wasser anguckt, dann sieht man hier auch noch, wie viel Frischwasser man hat und wie viel Abwasser man hat. Man hat hier noch einen 90 Liter Abwassertank und einen 110 Liter Frischwassertank, genau. Und den müsste man jetzt ablassen, damit man natürlich nicht mit so viel Gewicht umeinander fährt. Das sieht man hier. So, und hier unten sind noch kleine Symbole. Hier sieht man, okay, da heizt das Wasser gerade auf eben diese 40 Grad. Wenn ich hier auf die Heizung gehe, kann ich hier das Wasser auswählen. Kann ich entweder 60 Grad heizen oder 40 Grad heizen. Wenn man mehr töten will im Wasser, also Bakterien töten will, dann geht man auf 60 Grad. Ansonsten reicht 40 Grad. Weil wir jetzt unterwegs sind, mache ich es aus und ich habe das Gas hinten auch schon zugedreht. Aber es ist auch immer ganz gut zu wissen, wenn man das Gas aufdreht und dann irgendwann wieder zudreht, dann bleibt so viel Gas in den Leitungen, dass es eigentlich über den Tag mit 40 Grad Heizung reicht, das Wasser warm zu halten bis zum kommenden Abend, also bis zum gleichen Abend am gleichen Tag. Das ist ganz gut zu wissen, weil ich dachte immer, ich habe doch das Gas zugedreht und es erscheint hier trotzdem, es wird geheizt. Ja, das Gas in Leitungen, diese Truma, gucken wir uns noch gleich an, diese Truma-Heizung ist so effizient, dass sie das Wasser auch warm hält oder auch die Dämmung ist so effizient und so gut, dass sie das Wasser warm hält den ganzen Tag über, obwohl das Gas hinten zugedreht ist. Und so, hier oben hat man noch dann die ganz normale Temperaturregelung, kann hier ein- und ausmachen und die Temperatur regeln. Das heißt, wenn man auch an kalten Tagen campt oder hier übernachtet, auch möglicherweise in den Alpen oder keine Ahnung wo oder auch im Winter, dann hat man hier immer auch die Möglichkeit, ein konstantes Raumklima zu erhalten, auch über die Nacht hinweg, sodass man morgens nicht in der Kälte und in dieser Feuchtigkeit aufwacht. So, das mal hier zum Haushalt. Wir haben hier unten, und das ist auch mal eine Sache, die man vergisst, vor allem, ich stelle mich mal so hin, vor allem, wenn man Camping-Anfänger ist, so wie wir, so wie ich, und dann noch nicht so richtig Bescheid weiß, das ist hier die zentrale Steuereinheit, die ganze Technik verwaltet. Hier war beim Gas, weil wir noch beim Gas bei der Heizung sind, immer ein Fehlercode drauf. Weswegen, also ich habe hinten die Gasflaschen aufgedreht, habe auf das Ventil gedrückt, aber manchmal geht das nicht, bevor man das nicht resettet. Und dann kommt hier eine Fehlermeldung, die man erstmal wegdrücken muss, damit es anfängt, das System überhaupt zu heizen.
sonst sperrt es sich. Und wenn man das viermal falsch macht, sperrt es sich für 15 Minuten. Dann muss man erst 15 Minuten warten. Und dann kann man den Fehlercode erst hier wieder resetten. So, und jetzt kann man hier nochmal durch das Menü durchklicken. Jetzt kann man hier auch separat nochmal Einstellungen tätigen. Und hier, das war jetzt gerade die Innenraumtemperatur, oder hier sieht man noch das Symbol für das Wasser oder für die Gasflaschen, und kann hier nochmal separat über die Einstellungen drüber gehen, wenn die Einstellungen eben in dieser zentralen Camper-Einheit von Volkswagen nicht zu finden sind, oder wenn es darüber hinaus Fehler zu löschen gibt, dann muss man hier unten ran. Hier ist übrigens auch, falls es dann zu kalt wird im Winter, der Frostschutz, sodass das Auto den Tank automatisch entleert, wenn es zu kalt wird. Auch das übernimmt diese Einheit hier unten. Und was auch noch wichtig ist, was ich auch am Anfang nicht wusste oder wir nicht wussten, ist dann tatsächlich, dass man hier an der Küche auch nochmal zentrale Heizgasregler hat, die man hier auf senkrecht stellen muss. Ansonsten ist die Gasleitung, die von hinten kommt, die Gasflaschen sitzen ja unterm Bett, was ja manchen ein bisschen unangenehm sein kann, wenn die in der Nacht offen sind, wenn man direkt über den Gasflaschen schläft. Aber es passiert eigentlich, also kann nichts passieren, muss man tatsächlich hier die Regler auch noch aufdrehen, sodass es zur Heizung als auch zur Küche hier die Leitung frei ist. Wenn wir jetzt beim Gas waren, dann ist auch wichtig die Küche. Der Küchenstauraum, die Küche und der Stauraum dann da oben, was man hier hat, das ist dieses Kapitel. Wir haben hier ganz, das finde ich super nett, das erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Stand. Theoretisch könnte man ja so in Kalifornien machen, hier in der Provence und so, und hier Blumen drauf schön Sachen verkaufen, irgendwie Krebs oder so in irgendeine Stadt fahren und damit wirklich auch was machen. Das sähe total nett aus, wenn man das noch wirklich schön macht. Jedenfalls kann man hier Sachen ausfahren, dann kann man hier an der Seite noch ausfahren, einfach um die Arbeitsfläche zu erweitern. Und man hat hier hinten auch noch die Möglichkeit, da muss ich das Kissen dann eben wegtun, sonst ist es nämlich auf dem Bett. Es ist sowieso dieses, wie im Flugzeug auch wieder gemacht, dieses Brett ist sowieso ein bisschen labil, weil es natürlich auf dem Bett liegt. Deswegen kann man hier ja allerhöchstens mal einen Topf oder so hinstellen, aber Sachen rollen oder rutschen da sehr schnell auch mal runter. So, das habe ich ja schon gezeigt, das sind die Platten, das ist die Spüle, und man kann hier unten auch dann hier Sachen verstauen, für Teller zum Beispiel, wenn man jetzt so einen Camper besitzt. Wenn ich jetzt so einen Camper haben würde, dann würde ich natürlich hier nochmal die Schubladen unterteilen in Besteckpartitionen oder in Tellerpartitionen, so dass man das alles ein bisschen geschickter machen kann. Denn jetzt ist es so ein bisschen, wer sucht, der findet. Und es dauert relativ lang, bis man hier alles rausgekramt hat. Die Schubladen sind sehr tief, deswegen muss man auch sehr viel reinpacken. Und das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil. Wahrscheinlich wäre es dann doch besser gewesen, eine so eine tiefe oder hohe Schublade zu nehmen und dann nochmal zwei kleinere, damit einfach die Unterteilungen besser sind, damit man Sachen schneller findet. Aber das ist alles Geschmackssache, so wie das jeder möchte. Genau, das ist die Küche. Hier oben der Schrank, den haben wir jetzt immer mit einem Klebestreifen festgemacht, weil hier auch, und das zeige ich auch gleich, warum das so ist, das finde ich nämlich nicht gut, hier dann tatsächlich, jetzt muss ich aufpassen, dass die Sachen nicht rausfallen. Oh, so, das ist immer ein bisschen, wir nutzen diesen Schrank hier auch als Küchenschrank, weil man natürlich mit den Ablagemöglichkeiten nicht so wahnsinnig viel Stauraum generieren kann. Hier ist aber so, dieser Schließmechanismus, das hier ist alles aus Kunststoff. Das hält nicht lange, das sieht man dem Teil schon an. Und diese Spannfeder hier ist gar keine Spannfeder, sondern ist auch eine Kunststofffeder, muss das wahrscheinlich darunter sein, sodass das hier unten immer aufspringt, wenn man über Hubbel fährt. Man fährt ja in Frankreich hier andauernd über Hubbel. Das klappert alles, da muss man sich auch immer ein bisschen dran gewöhnen, dass man eben fährt und es klappert alles, es scheppert alles hier in diesem Auto. Man hat permanent seinen Kladderadatsch, der eben scheppert. Aber was natürlich nicht in Ordnung ist und auch nicht geht, ist, dass die ganze Zeit diese Klappe hier aufgeht. Und das schon nach ein bisschen mehr als 10.000 Kilometern ist nicht optimal. Da oben drauf habe ich jetzt immer ein bisschen Angst, das auch zu öffnen. Nachher fliegt immer alles runter, haben wir eben auch noch. Das steht alles schief.
haben wir eben das auch noch genutzt als Stauraum. Ich klebe das mal hier wieder zu für nachher, damit wir hier keine Probleme haben beim Fahren. Und was richtig schön gemacht ist, also vom Design finde ich das richtig toll, diese weißen Flächen zusammen mit diesem grauen Dach und diesem, ist ein Gummi- oder Kunststoffboden, aber eben im Holz-Yacht-Look. Da gibt es auch keine Alternative, das ist in jedem Grand California so. Das finde ich sehr, sehr passend gemacht. Diese weißen Sachen, auch diese schönen Rundungen hier hinten, das Innendesign, das Interieurdesign von diesem Auto ist wirklich sehr, sehr schön. So, da fliegt gleich meine Badehose noch raus. Hier haben wir noch Staumöglichkeiten immer oben und auch immer unten. Und das hier komplett drumrum. Was hier hinten noch an dieser Ablage toll ist, hier vorne ist ein Netz, sodass die Sachen nicht rausfallen können. Das ist die einzige Ablage übrigens auch, wo unten die Schublade oder dieses Regal nicht aufgeht, sondern dass man auch links und rechts noch hinten beladen kann. Also da ist nochmal richtig viel Stauraum hinten, das man gerade nicht sieht. Was aber wie gesagt toll ist, ist dieses Netz. Das wäre auch hier super, dann würden nämlich die Sachen nicht rausfallen, wenn die hier stehen würden, wenn man das Netz oder so eine Art Netz zumindest hier auch noch so ein Spannnetz machen würde, sodass die Sachen da hinten auch noch drin bleiben würden. Da rechts, ich gehe jetzt mal raus, dann kann man das einmal einfangen, da rechts haben wir noch einen Kleiderbügel, eine Kleiderstange, da können wir noch Kleider anhängen und das ist wirklich auch praktisch gemacht. Was jetzt hier fehlt, ist noch ein bisschen Stauraum irgendwo, deswegen haben wir das jetzt genutzt, nicht nur unterm Bett, wenn man da ein bisschen besser sich organisieren würde, könnte man da auch noch mehr lagern, sondern auch oberhalb des Cockpits. Diese Einheit hier, die hat der California 680, der 6,80 Meter lange California, der dann ein bisschen niedriger ist, aber dafür länger, hat die nicht, diese Schlafeinheit. Da bietet es Platz für zwei Kinder oder einen Erwachsenen, der hier oder die hier dann bis hierhin die Schienen ausgefahren haben können. Das Bett ist dann, steht dann ungefähr hier, sodass man da oben auch noch gemütlich schlafen kann. Hier hat man dann noch ein Fenster, das man auch öffnen und schließen kann. Genau hier rum, ebenfalls mit Fliegengitter und mit Verdunklung, sodass man frische Luft hat. Und was ich sehr, sehr cool finde, sind diese Stangen hier. Da kann man nämlich noch Wäsche oder Hosen, wenn man gerade im Meer war, oder ein Handtuch aufhängen, sodass es möglichst schnell trocknet. Denn da oben ist es warm und windig. Das heißt, das ist wirklich sehr gut und sehr praktisch auch, diese Fläche da oben zu nutzen. So, jetzt mache ich die Verdunklung ein bisschen, das Fliegennetz hier ein bisschen hin. Genau. Da oben ist auf jeden Fall sehr viel Platz. Es geht bis unters Dach da vorne. Und was außen auf ist, ist noch eine Solaranlage, 104 Watt leistet sie. Beim California Grand California 680 hat sie 144 Watt, glaube ich, oder 124. Hier hat sie 104 Watt, dient natürlich in dieser Sonne Frankreichs auch noch mal dazu, permanent Strom zu generieren. Und mit 104 Watt kann man immerhin einen Fernseher und noch eine Glühbirne laufen lassen oder vielleicht noch ein bisschen mehr, je nach Fernseher, je nach welchem Fernseher. Das heißt, da wird auch noch ordentlich Strom generiert. Was man da aber nicht sehen kann, ist, wie viel Strom denn jetzt über die Solaranlage, das wäre jetzt für Technikfans interessant, dann generiert wird und eingespeist wird in die 45 Ampere-Stunden Batterie, die wir hier als Versorgungsbatterie haben, als Netzversorgungsbatterie für den Grand California. Wenn wir bei Strom sind, kommen wir zu den Steckdosen. Bevor wir das machen, ich habe vergessen, in der Küche den Kühlschrank zu zeigen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, was hier gerade auch noch gemacht oder verstaut werden kann und gekühlt werden kann. Wir haben hier den ausziehbaren Kühlschrank mit verschiedenen Lagen auch. Das ist wirklich sehr gut gemacht und auch sehr großzügig gemacht. Wir haben hier auch ein Gefrierfach drin und die Sachen, muss man wirklich sagen, die sind eisekalt immer. Also man hat hier Sachen drin und wir haben den auf der niedrigsten Stufe, man kann hier die Stufen noch einstellen, ich weiß nicht, sieht man es ja genau, und wir haben ihn auf der niedrigsten Stufe und trotzdem sind die Sachen wirklich alle sehr, sehr kalt. Man kann ihn noch viel, viel kälter stellen, aber das ist auch dann wirklich eine, für mich finde ich jetzt übertriebene Sache, weil dann sind die Sachen wirklich arschkalt. War auch noch wichtig, damit man nicht nachts geweckt wird durch den Kühlschrank, durch den Kompressor, der läuft. Man hat hier den Nachtmodus, den man hier anwählen kann, oder den Supermodus, wenn man gerade den Kühlschrank frisch beladen hat mit auch teilweise warmen Sachen,
dann geht der Supermodus an, der Supermodus, und dann werden die Sachen nochmal beschleunigt gekühlt. Auch das ist vielleicht eine ganz gute Information. Was wir hier noch haben, das sieht man jetzt nicht, das sind die Schalter, aber komme ich gleich noch drauf. Hier haben wir noch an der Seite auf jeden Fall Schalter. Die Schalter sind sehr, sehr schön gemacht, auch haptisch eine wirklich gut, qualitativ hochwertig. Kann man das Außenlicht anmachen und ausmachen, als auch hier das ambiente Licht. All das kann man auch zentral noch über die zentrale Camper-Einheit steuern. So, Steckdosen. Das ist ja immer so eine Sache. Da kommen wir auch gleich zu einer Sache, die ich nicht gut finde. Wir haben hier vorne im Cockpit, ganz normal, kennt man ja im Crafter, wir haben die ganz normalen USB-Steckdosen, die gehen immer an, wenn auch die Zündung an ist, also hier unten. Und dann haben wir da oben noch irgendwo einen Zigarettenanzünder, genau. Das ist alles sehr, sehr gut. Zwei USB-Buchsen, die laden auch gut, außer man hat einen starken Laptop angeschlossen, in meinem Fall, als auch ein Handy und will beides gleichzeitig laden, dann geben die Power nicht frei und dann werden beide Sachen immer so ein bisschen bestromt und setzen teilweise aus. Dann haben wir noch eine Steckdose, die ist hier unten unterm Fahrersitz. Das ist eine wirkliche 230 Volt Steckdose. Sieht man es bei meinen Flipflops? Genau, die kann man hier aufklappen. Und die läuft auch nur mit Zündung, aber immerhin läuft sie mit Zündung und läuft autark. Was wir jetzt noch haben, ist im hinteren Teil eben des Californias. Unter der Sitzbank haben wir noch eine Steckdose. Unter der Sitzbank ist sowieso die ganze Technik auch. Was ich vorhin gezeigt habe, die Truma-Zentraleinheit, die unter der Sitzbank liegt. Wir haben unter dieser Sitzbank, deswegen sind auch die Entlüftungen, die Heizung, als auch die Technik für die Gasheizung und all das, das liegt da, deswegen ist auch außen dann die Entlüftung da, das ist genau dann hinter dieser Wand im Blech, als auch haben wir da unten nochmal Ablagen, da haben wir jetzt Kerzen drin, da kann man noch einige Sachen ebenfalls verstauen, da kann man auch noch eine Weinflasche verstauen zum Beispiel oder andere Flaschen zum Trinken. So, und dann haben wir, was ich richtig cool finde, eine induktive Ladestation. Die ist optional, wer hätte gedacht, aber zumindest gibt es sie zu bestellen, da an der Seite der Bank. Und das ist wirklich gut, die funktioniert auch gut, die hat echt Power. Und jetzt hat man hier ein Fenster und kann auch wirklich schön sitzen. Hier haben wir auch gegessen und auch das Licht in der Dunkelheit, kompletten Dunkelheit ausprobiert. Hier oben haben wir ein Licht und da unten haben wir dann auch noch ein Licht, alle mit Touch, hatte ich ja erklärt. Da oben auch nochmal Ablagefächer. Da hinten im hinteren Teil aber tatsächlich jetzt haben wir auch noch zwei Steckdosen. Diese Steckdose unter der Sitzbank als auch die beiden Steckdosen hier, die funktionieren leider nur mit Landstrom. Das ist in den meisten Campern so, ich weiß, ich finde es trotzdem nicht super, weil man ist ja hier autark und ich bin Gott froh, dass ich in diesem California, als wir diese neuen Übernachtungen jetzt hier gemacht haben, die 10 Tage, dass wir ein autarkes Auto haben, dass wir nur mit Wasser versorgen müssen und einfach fahren müssen, um die Batterie, um den Akku hier im Auto wieder aufladen zu können. Und dann muss ich sagen, wenn man sowieso mit dieser zentralen Einheit hier immer den Strom unter Kontrolle hat und nach jeder Nacht immer nur 20-30% nur weniger hat als davor, also echt wenig verbraucht und die Restlaufzeit immer relativ hoch ist, dann verstehe ich nicht, warum zumindest eine Steckdose von denen nicht auch autark gehen kann, also ohne Landstrom, sodass man hier wenigstens mal seinen Laptop oder die Akkus von der Kamera laden kann. Das geht allerdings halt nur mit Landstrom. Auf dem Campingplatz, wo wir jetzt da waren, die hatten zum Beispiel gar keinen Platz mehr mit Landstrom. Das heißt, wir hatten jetzt auf dieser Reise überhaupt gar keine Möglichkeit, diese Steckdosen hier zu nutzen. Und das finde ich ein bisschen schade. Wir haben da hinten noch, und jetzt ist dieser Moment, auf den ich schon lange gewartet habe. Ich lege mich jetzt ins Bett, weil auch das muss man ja wissen, wie man hier schläft. Ich bin 1,86 cm groß. Das ist schon sehr, sehr knapp. Wir haben hier Aussparungen in der Karosserie, in der Metallkarosserie, ganz normal vom Crafter.
Dann wurde das hier rausgeflext und man sieht es auch mal von außen, die CFK-Fenster außen, nicht Fenster, aber die CFK-Einheiten sind dann ausgestellt, sodass man dann hier mehr Breite hat, also mehr Liegelänge. Das sind dann 1,96 oder 1,94, glaube ich, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, die man hier hat. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr knapp und ich schlafe deswegen auch auf der rechten Seite, also auf dieser Seite und nicht da hinten, weil hinten ist es enger, weniger. Das ist dann für kleinere, kürzere Menschen besser und hier vorne ist es eben ein bisschen mehr. Und wenn ich mich jetzt so hinlege, dann sieht man, okay, da habe ich keine, da habe ich ganz, ganz, also meine Füße sind hier hinten dran, direkt dran, so. Und hier oben, ich setze mal die Kappe ab, hier oben habe ich dann eben noch tatsächlich, ja, so viel, also ein paar Zentimeter noch Platz. Wenn ich mich jetzt diagonal legen würde oder wenn ich alleine wäre hier, dann könnte ich wirklich, hätte ich natürlich mehr Platz, dann könnte ich mich hier schön darüber bequemen und so, das wäre in Ordnung. Bin ich aber nicht, deswegen muss ich mit dem Stauraum oder mit dem Platz hier zurechtkommen, den ich hier habe. Es geht auf jeden Fall, aber es ist natürlich nicht so wie zu Hause im normalen Bett, was 2 Meter oder 2 Meter 10 Länge hat. Von der Perspektive sieht man das besser, als wenn ich jetzt im Bett liege, weil dann kann ich das nicht zeigen. Man liegt hier auf einem Gerippe, zumindest hier in der Mitte, sind ganz normale Stahlquerträger auf weichen Tellerfedern und auf ja, einer relativ normal dünnen Schaumstoffmatratze. Das ist eigentlich sehr gemütlich. Wenn noch ein bisschen mehr Länge da wäre für etwas größere Menschen, dann wäre es natürlich noch besser. Aber man ist natürlich hier im Mittelluxus, Semi-Luxus-Bereich, da ist das dann nicht. Dann bräuchte man dann wirklich die größeren Camper. Und dann ist schon wieder der Nachteil, dass man zumindest hier in Südfrankreich, aber in Italien ist das ähnlich, oder in Spanien, nicht immer überall reinfahren kann. Das kann man jetzt mit dem sowieso schon nicht. Aber mit einem etwas größeren, komme ich aber noch drauf im Fazit, ist es dann noch mal schwieriger. Deswegen ist das Bett absolut ausreichend. Mit dem Bett kommt man wirklich sehr gut zurecht. Hier hinten, wenn ich schon hier bin, haben wir noch 2 USB-Ladestationen. Genau in den Ablagefächern. Also auch da ist noch ein Ablagefach, wo man dann auch Geldbeutel und so weiter unterbringen kann. Das ist sehr praktisch. Oder Schlüssel. Ich hatte immer den Autoschlüssel dann direkt neben meinem Kopf liegen, falls irgendwas ist, sodass wir schnell flüchten können. Und mein Lieblingsknopf hier, auf den ich jeden Abend gedrückt habe noch, ist die Zentralverriegelung. Hier kann man die Türen entriegeln oder auch verriegeln. Und dann hat man hier vom Bett aus direkt, das ist ziemlich luxuriös, also ich finde es total luxuriös, wie in so einer Villa, wie in so einer richtig schönen Suite, dass man hier das Ganze entriegeln und auch verriegeln kann, die ganze rollende Festung. So, separat hier nochmal hinten Kofferraum oder was eben als Verstaufläche, was wir hier für einen Aufwand betreiben, hier alles leer zu räumen, nur für Sie. So, was wir hier noch haben. Wir haben hier, die hängen gerade hier so runter, deswegen erwähne ich sie gerade, mit denen kann man, ähnlich wie beim Koffer, den Tisch, der vorne ist, der wird dann aufs Bett gelegt, wenn man wirklich ganz lang unterwegs ist und das Bett nicht braucht und der Tisch nicht aufgebaut ist. Wir hatten den jetzt die ganze Zeit aufgebaut, aber wenn man Platz braucht und wenn man da noch sitzen möchte als zusätzliche Passagiere, dann kann man den hier aufs Bett legen und damit festschnallen. Man kann ganz genauso, das geht jetzt nicht, weil wir natürlich das Bett überzogen haben, das Mittelteil nach oben klappen, dass man auch hier hinten gut stehen kann und an all die Schränke hier kommt. Was wir hier haben, ist nämlich, ich hatte das schon erwähnt, Gas an der Seite. Man kann, das finde ich ganz gut. Erstens, dass es hier hinten sehr kühl ist. Wir hatten hier hinten auch viel Wasser gelagert, also die Flasche stand da ganz hinten. Hinten ist es immer kühl, so heiß es auch draußen ist. Hier hinten ist wirklich ein sehr, sehr gutes Klima. Und zweitens kann man diese Klappe hier leicht anwinkeln, sodass man sie nicht immer komplett wegnehmen muss, weil hier alles voll steht und das Gas hier eben ganz schnell aufdreht. Man kann sie aber auch ganz komplett wegnehmen. Dann sieht man die beiden Gasflaschen hier. Das ist vielleicht noch tatsächlich interessant, ups, weil wir hier ein bisschen länger rumgemacht haben. So, wir haben nämlich hier hinten 2 Gasflaschen und auch wieder diese Thoma-Lösung, dass man beide Gasflaschen darf man nicht aufdrehen. Immer nur eine und diesen Regler, der steht normalerweise in der Mitte. Da ist alles aus, also kein Gas fließt jetzt hier und man stellt den Regler immer auf die Seite der zu nutzenden Gasflasche.
Also jetzt in diesem Fall rechts. Man sieht auch hier, okay, Gas ist zwar zu, aber gerade war das Gas noch offen. Beide Gasflaschen sind grün, also beide Gasflaschen haben noch genug Power, um sie hier anzuschließen. Dann dreht man die Gasflasche auf, drückt auf das Druckventil hier und dann ist erst alles freigegeben und dann wird auch vorne der Fehlercode angezeigt. Wenn man den dann resettet, dann kann man eben hier heizen und auch das Wasser aufwärmen. So, das war das. Das ist diese Einheit hier. Dann haben wir noch auf der anderen Seite Stauraum. Das ist hier vorne. Da ist jetzt ganz normal Stauraum. Da sind meine Kamerasachen drin. Also man kann hier auch alles noch beladen. Und was man ganz hinten hat, das finde ich tatsächlich nicht so gut. Ich hätte die beiden Fächer eher lieber getauscht. Da ist der Sicherungskasten, denn man muss alles ausräumen, wenn man hier hinten sein will. Wir haben jetzt hier auch noch eine Wasserflasche und noch die Versorgung für den Landstrom, den Adapter stehen. Und man hat hier hinten dann eben noch die Möglichkeit, tatsächlich, man sieht man es, genau, alles komplett, die ganzen Sicherungen hier zu überprüfen, die Batterieeinstellungen vorzunehmen und auch die Sicherungen komplett auszumachen. Das ist hier hinten drin. Also hier ist die ganze Technik und die Versorgung und hier ist dann vorne, das hatte ich jetzt, ich hatte das immer vor, aber ich habe es nie gemacht, ist die Außendusche, die man hier noch anschließen kann, die man aus dem California, also nicht Grand California, sondern California kennt, die Außendusche anzuschließen. Das geht über diese Klappe hier. Dann kann man die hier tatsächlich anschließen. Und dann anmachen und dann kommt auch hier, kann man hier das Warm- und Kaltwasser regeln und dann kann man hier eben das Wasser an- und ausmachen. Das ist wirklich eine ganz gute Lösung. Die Pumpe ist hier auch an. Jetzt mache ich es kurz leer, weil die Pumpe ja an war. Kann ich hier ein bisschen den Staub noch wegmachen. Dafür ist es auch gedacht. Und dann kann man sich hier hinten duschen. Das ist auch sehr, sehr schön, wollte ich wie gesagt immer machen, hat sich auf der Straße natürlich nicht die Gelegenheit ergeben. So, und relativ schnell ist sie auch verstaut, wenn sie denn trocken ist. So, nochmal auslaufen lassen. Und dann hat man noch eine Sache, die tatsächlich wichtig ist. Das ist das Ablassen des Frischwassers. Hatten wir jetzt die Problematik nicht, weil wir eher immer auf der Suche waren nach Wasser. Aber es gibt auch die, klar, wenn das Auto zu schwer ist, dass man das dann, das mache ich gleich, dass man das dann ablässt, damit man, oder wenn man komplett Wasser tauschen will, wenn es schon zu lange drin steht. Das ist hier unterm Bett. Da muss man das Bett, die Matratze hochklappen, sehen wir gerade eingeblendet, genau. Und dann sieht man da dahinter noch die Technik, dass man den Frischwassertank ablassen kann, auch auf 20 Liter ablassen kann, sodass man eben noch genügend Wasser hat für die Toilettenspülung oder für einmal abspülen oder sowas. Dass das dann funktioniert. Übrigens, Wasserverbrauch, das ist ja auch mal so eine Frage. Wie viel verbraucht man so ungefähr Wasser? Das war auch sehr, sehr spannend oder ist sehr, sehr spannend zu wissen, weil ich habe da überhaupt gar keine Einschätzung gehabt. Wir sind mit 100% Wasser losgefahren, also 110 Liter, haben ungefähr, ganz grob, 2-3 Mal abgespült, haben aber ganz normal nur gefäschpert, also nicht wirklich gekocht mit wahnsinnig vielen Töpfen, sondern gefäschpert, hatten Teller, Tassen, Weingläser und normale Gläser und Besteck dazu, Käsemesser, alles, also ziemlich viel, auch ein Brett noch. Und haben auch dann zwei Personen haben dann geduscht, 100%, dann ging das Wasser so ungefähr auf 60% runter. Das heißt, 40% hat man dadurch dann mit Abwaschen, mit Duschen verbraucht. Eine Dusche so ungefähr kostet 20-25% Wasser. So ganz grob, damit man weiß, okay, das Wasser hält dann so für ungefähr 3-4, vielleicht auch je nachdem, ob man sich eher viel duscht oder nicht, vielleicht auch 5 Tage lang. Das nur so zur Einordnung, damit man so ungefähr weiß, für wie lange das Wasser reicht. So, im Cockpit, das hatten wir ja noch nicht so richtig gesagt hier, wir haben extrem viele Ablagen, wie im Crafter auch. Hier oben, da in der Mitte, in den Türen ist richtig viel Platz, hier oben ist richtig viel Platz, wir haben gar nicht alles hier genutzt. Hier in der Mitte ist noch eine kleine Ablage für Wertgegenstände oder Schlüssel. Dann haben wir das abschließbare Handschuhfach, passt allerdings nicht viel rein, das ist ein bisschen schade, aber es ist zumindest abschließbar, klar. Und hier vorne haben wir natürlich noch Ablagen. Und was hier wichtig ist, das hier
ist das Umweltzertifikat. Den Link, den stelle ich auch nochmal auf automativ.de. Der ist wichtig für die Frankreich-Reisen, gerade wenn man mit so einem Auto oder wenn man allgemein mit einem Auto in die Städte fahren möchte. Viele Städte haben, ähnlich wie in Deutschland, so Umweltzonen. Hier sind sie nochmal feiner unterteilt in verschiedene Bereiche, aber es ist wichtig, dieses Zertifikat vorher zu kaufen. Das gilt dann für ein Jahr, kostet 5, 6 Euro, also nicht teuer, aber man muss es haben. Die Kameras kennen das. Bei uns kam es jetzt zu spät nach Hause, das heißt, wir haben hier die E-Mail-Vorlage bzw. die Bestätigung einfach ausgedruckt und hier reingelegt. Das reicht auch. So, zum Fahren. Man hört schon, obwohl die Straße relativ glatt ist, aber man hört schon, es ist immer irgendwas am Scheppern. Wahrscheinlich ist das normal bei Campern und so, klar, aber man hört, es ist immer irgendwie Geschirr, Flaschen, also Ölflaschen oder irgendwas anderes, was klappert. Und wenn ich jetzt hier dann auch noch das Fenster aufmache, haben wir hier hinter mir die Mülltüte hingehängt, weil wir keinen Platz gefunden haben für die, ja genau, und jetzt ist das halt für uns der beste Platz gewesen, sie da hinzuhängen, weil sonst für die Mülltüte in diesem Grand California 600 kein richtiger Platz vorgesehen ist. Und wenn man mal überlegt, bei Skoda zum Beispiel ist sogar ein kleiner Mülleimer in den PKW, dann wäre es hier auch angebracht werden, irgendeinen Platz zu schaffen, der auch clever irgendwie gelöst ist, wo man eine Mülltüte reinpackt, weil das die ganze Zeit draußen hängt, ist natürlich nicht so schön. Zur Technik. Wir haben ja, hatte ich ja schon gesagt, PKW-Technik hier drin, allerdings nicht den Travel Assist, also nicht die allerneueste Stufe, die es bei Volkswagen PKW gibt, sondern hier ganz normal noch getrennt in Lane Assist, Assistenzsystem Lane Assist, also Spurhalteassistenten, und das ist noch der ersten oder zweiten Generation, jetzt nicht das Travel Assist Generation, und ACC. Das heißt, er hält die Spur einigermaßen, pendelt aber manchmal auch zwischen den Spuren hin und her, dann muss man eingreifen, beziehungsweise es kommt dann diese klassische Fehlermeldung oder der Hinweis, bitte in der Mitte der Fahrspur fahren. Das kennen wir ja noch von den PKW von Volkswagen von vor 3-4 Jahren. ACC sonst funktioniert alles sehr gut, auch der Spurhalteassistent ist auch in diesem großen Auto natürlich von Vorteil, denn man hat hier dann diese zusätzliche Sicherheit, dass man die Spur nicht irgendwie durch Müdigkeit oder kurze Unachtsamkeit jetzt ist hier irgendwas runtergefallen, dass man die Spur nicht verlässt. So, man hat es auch gerade im Kreisverkehr gemerkt, eine leichte Anfahrschwäche hat er. Klar, mit der 8-Gang-Automatik, die wir hier an Bord haben, die läuft sehr, sehr geschmeidig. Ich bin ja überhaupt gar kein Wandlerautomatik-Freund, aber natürlich passt in so einem großen Auto eine Wandlerautomatik sehr, sehr gut rein, weil sie einfach sehr weich und sehr schön die Gangwechsel vollzieht. Das passt also alles und vor allem 8 Gänge sind auch sehr effizient. Das Auto, wir fahren das jetzt über die gesamte Strecke zwischen 9 und 10 Litern, eher auch mal auf Etappen zwischen 8 und 9 Litern. Also das ist für dieses große Schiff wirklich sehr, sehr gut und vor allem für dieses schwere und hohe Schiff, was ja wirklich auch einen CW-Wert hat von einem fahrenden Scheunentor. Das ist sehr gut, da kommt natürlich auch die Geschwindigkeitsbegrenzung meistens hier in Frankreich zugute. Ansonsten fahren. Man sitzt hier sehr, sehr gut, man sitzt hier sehr komfortabel. Allerdings bei den Sitzen muss man sagen, wenn man hier sehr heiße Tage hat, das haben wir jetzt nicht, aber wenn man sehr heiße Tage hat, dann schwitzt man auch mal sehr gerne. Irgendwie belüften die Sitze nicht so, wie ich das von anderen Fahrzeugen kenne. Irgendwas ist da, das heißt, man hat immer sehr schnell nassen Rücken, das ist nicht so gut. Ansonsten sitzt man aber wirklich sehr gut und auch hat eine sehr, sehr gute Übersicht. Durch die Spiegel, also über die Spiegel, auch über die etwas fischaugigen Spiegel darunter sieht man sehr gut, als auch hier hinten über die Seitenfenster in den Schiebetüren oder in der Schiebetür und hier hinten in der Tür ist alles sehr übersichtlich und was man nicht sieht, sieht man dann über die Kamera im Heckbereich, die dann hier projiziert wird. Also die Übersicht und auch die Rangierbarkeit dieses Autos, auch Wendekreis, das ist alles sehr, sehr gut. Da kommt man wirklich gut zurecht. Wir haben noch hier
die Besonderheit von ein paar Knöpfen, die wir im Crafter nicht haben. Wir haben hier, das weiß ich gar nicht, ob es das im Crafter gibt, ich glaube schon, die Scheibenheizung. Wir haben ja die Scheibe mit ganz feinen Drähten vollzogen, das heißt, die kann man hier anmachen. Und wir haben diese Taste hier, die sagt, das ist vornehmlich aber für den Standbetrieb gedacht. Wenn man das Auto anmacht im Leerlauf und diese Taste drückt, fährt es in eine optimale Generatordrehzahl, sodass es da auch Strom generiert und so den Energiehaushalt hier wieder, die 95 Amperestunden Batterie, wieder möglichst effizient auflädt. Während der Fahrt, das habe ich jetzt noch nicht so wirklich rausgefunden, ob das während der Fahrt was bringt, weil ja während der Fahrt eh die Batterie geladen wird. Ich habe es jetzt immer angemacht bei Bergetappen, wenn man lange berg runtergefahren ist, bin ich in den manuellen Modus gegangen und habe extra die Drehzahl ein bisschen höher genommen auf 3000 und so, Motorbremse, und habe das noch angemacht, weiß ich aber nicht, ob das was gebracht hat. Und dann haben wir hier rechts noch einen neuen Knopf, das ist für die Trittstufe, die kann man hier nochmal manuell ausfahren, wenn sie nicht eh automatisch ausgefahren wird, wenn die Tür aufgeht. Hat ja gestern auch nicht funktioniert, witzigerweise, obwohl es sonst die ganze Zeit immer nur funktioniert hat. Also das war, ich glaube, die Trittstufe ist sehr kamerascheu. Was die Höchstgeschwindigkeit oder die Reisegeschwindigkeit angeht, wenn man hier auf Autobahnen fährt, wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit von rund 170 km/h, laut Tacho haben wir in Deutschland geschafft. Hier die ganz normale Reisegeschwindigkeit ist bei 130, dann ist es schon etwas lauter, aber es geht noch voll. Vor allem klar ist es lauter wegen dem Aufbau hier oben, und man merkt aber auch, weil es hier ja auch an der Küste, wir waren ja an der Côte d'Azur, sehr stürmisch war, dass das Auto dann ganz schöne Angriffsfläche hat. Klar, bei 3 Meter Höhe und 6 Meter Länge hat man natürlich von der Seite eine wahnsinnige Angriffsfläche. Das heißt, man braucht hier auf jeden Fall einen Assistenten, der das eben sicherer fährt. Und am Anfang hat man sich so kurz gedacht, hey, wieso bremst der hier ein, so wie ABS? Genau, der Assistent ist an das ABS-System gekoppelt bzw. regelt durch gezielte Bremseingriffe den Wind, den Seitenwindassistenten, und garantiert dadurch eine möglichst gerade Spurführung, sodass das Auto hier nicht durch Seitenwind, durch Scherwinde in Schwingungen kommt und dann von der Spur abkommt. Und das funktioniert wirklich auch sehr gut, ist am Anfang nur ganz kurz irritierend, warum der jetzt einbremst, aber dann versteht man das schon sehr schnell, wie das System hier funktioniert. Also man hat hier ein modernes Auto, ein gut zu fahrendes Auto. Allerdings, klar, wenn man so viele Kurven fährt in den Alpen und so und immer das Geklapper da hinten hat, dann ist es bei mir irgendwann, wo ich sage, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt will ich wieder ein richtiges Auto, ein sportlicheres Auto. Aber ansonsten fährt sich das hier wirklich sehr gut. Heute aus Saint-Albin, man kennt es wahrscheinlich nicht, es ist direkt an der Saône, die hier im Hintergrund ist. Sie fließt hier entlang, wir sind gestern die Rhone entlang gefahren, dann ging es über in die Saône hier, und jetzt fahren wir heute, das ist die letzte Nacht, die wir hier auf diesem Parkplatz verbracht haben, nicht ganz alleine, mit 2 Wohnmobilen, das eine ist gerade auch weggefahren, haben wir die Nacht hier verbracht, die war ganz gut, nur tatsächlich die Lichtsteuerung, die automatische Lichtsteuerung des Badezimmers bzw. der Nasszelle, die war heute Nacht ein bisschen komisch. Immer ging das Licht irgendwie an. Das hat natürlich ein bisschen irritiert und gestört. Gerade wenn man hier in der kompletten Dunkelheit fast alleine steht, ist das immer ein bisschen komisch. Deswegen nimmt das einem immer den Schlaf. Heute fahren wir dann jetzt wieder über Colmar nach Deutschland, hoch nach Braunschweig. Es sind 950 Kilometer vor uns. Was auch noch wichtig ist, wenn man Wintercamping betreiben möchte hier, dann ist eines zu beachten, das funktioniert generell, weil man hat ja die Heizung hier dabei, man hat ja die Heizung, die Gasheizung drin, aber wenn man hier schläft, nahe der Türen hinten, dann haben wir heute Morgen gemerkt, wir hatten 12 Grad in der Nacht oder vielleicht auch noch ein bisschen drunter, dass es vor allem hier an der Seite, direkt an der Tür, sehr kalt wird. Die Heizung kommt da vorne raus, und die Heizung regelt auch nur da vorne, weil der Thermostat da vorne ist. Der ist nicht hier hinten. Das heißt, es wird da vorne zwar relativ warm und die Wärme kommt auch hierher. Der rechte Platz, der geht wahrscheinlich auch ganz gut, aber wenn man direkt an den Türen liegt, dann wird es schon sehr kalt. Und für Menschen, die da empfindlich sind, gerade mit Hals, Nasen, Ohren, kann es da schon mal dann kommen, dass man morgens sehr verschnupft ist oder auch ein bisschen Halsweh hat, weil an den Türen es relativ
auch leicht eine Kälte-Wärme-Brücke gibt und es da dann auch kalt ist, wenn man dort liegt. Also das gilt es wirklich zu beachten. Wenn man das nicht möchte, dann muss man sich womöglich vielleicht sogar trennen und oben den Schlafbereich nutzen, weil oben ist natürlich sehr warm, da steigt die Wärme ja hoch und vorne ist auch gut isoliert. Ganz genauso wie hier der rechte Schlafplatz, wie ich gerade sagte, ne? Aber der Schlafplatz direkt an der Tür, der ist für Wintercamping, für empfindliche Menschen zumindest, schwierig. Fazit: aus 9 Übernachtungen, 10 Tagen mit dem Grand California 600. Wir haben angefangen in Colmar, sind runtergefahren nach Colmar, genau danach Genf über die französischen Alpen. Dann weiter Mont Blanc und dann runter an die Côte d'Azur mit Nizza, mit Saint-Tropez und dann weiter nach Marseille. Und jetzt wieder hoch an der Rhone und jetzt hier an der Saône. Diese Route, die war sehr, sehr schön. Hatte tatsächlich zur Reiseroute jetzt erstmal ein paar Sachen, die ich so nicht erwartet hatte. Das sind zum einen Sachen, dass man immer sagt, okay, in Frankreich kann man überall immer stehen und super campen und das, also nicht campen, aber zumindest stehen und übernachten, das ist gar kein Problem. Und überall kann man immer die Toilette entleeren und das Grauwasser entleeren und so. So einfach ist es nicht und überall hinstellen geht auch nicht, weil viele Parkplätze, gerade an der Côte d'Azur, auch hier oben selbst, die sind höhenbeschränkt. Und die Höhenbeschränkung ist meistens auf 1,90 Meter oder maximal auf 2,10 Meter. Da kommen wir mit so einem Caravan natürlich mit knapp 3 Metern nicht drunter. Das heißt, das funktioniert nicht. Die schönsten Plätze an der Côte d'Azur, mit ein paar kleinen oder geringen Ausnahmen, haben wir ja gesehen, wir standen ja auch wirklich sehr, sehr schön, aber die meisten sind eben nicht zugänglich, da muss man dann auf den Campingplatz gehen. Was wir dann auch gemacht haben in Avignon, da waren wir auf dem Campingplatz, das war sehr, sehr schön, bis auf die sanitären Anlagen zum Beispiel und auch bis auf die Freundlichkeit des Personals. Wir hatten tatsächlich den Fehler gemacht als Campinganfänger, dass wir noch Wasser brauchten um 23.15 Uhr. Ja, ein bisschen blöd, aber trotzdem, wir brauchten es, weil wir mussten uns noch duschen, weil der nächste Tag begann wieder früh, sonst hätten wir es eben nicht geschafft. Und dann sind wir ganz leise, habe ich extra die Scheinwerfer ausgemacht. Und der Diesel ist ja auch wirklich nicht ein Traktordiesel, der jetzt alles komplett aufweckt, sind wir an die Wasserstelle gefahren und haben uns was anhören müssen vom Campingplatz Sicherheitsmenschen da oder von irgendjemandem auf Französisch, der uns sowas von fertig gemacht hat, dass wir danach nicht mehr gerade stehen konnten. Es war tatsächlich nicht sehr freundlich und keine gute Erfahrung auf diesem Campingplatz. Aber es war zumindest schön, ruhig unter diesen Bäumen zu stehen und wir hatten auch sehr gut und dementsprechend auch ruhig schlafen können. Also, wenn man dann diese Route macht, die ist sehr empfehlenswert, die ist sehr schön. Ich habe nur langsam tatsächlich keine Lust mehr, mit dem Auto nur Kurven zu fahren, denn hinten, man muss sich darauf einstellen, klappert es immer, scheppert es immer, irgendeine Klappe, die geht immer auf und deswegen haben wir es ja auch mit Tesa festgeklebt. Irgendwas ist immer, man hat halt immer ein sehr labiles Gerät mit sich und kann natürlich nicht, ist ja auch klar, hat ja auch niemand erwartet, sportlich durch die Kurven fahren. Dennoch fährt sich dieses Auto sehr, sehr gut, fast wie ein PKW, der eben höher gesetzt ist. Das hatte ich ja damals auch schon beim Crafter gesagt, als wir da zur Fahrveranstaltung waren. Das ist ein sehr, sehr präzises und sehr gut zu fahrendes Auto. Ganz genauso wie hier, bloß das Auto hier ist natürlich nochmal höher als der Crafter. Es ist nochmal schwerer als der Crafter. Es ist eigentlich wie ein Crafter im vollbeladenen Zustand. Klar, mit 3,5 Tonnen, wenn man jetzt hier auch noch 100% Frischwasser drin hat und auch 100% vollgetankt hat und noch sein ganzes Zeug mit dabei hat für die komplette Campingausstattung, dann ist das eben ein 3,4, 3,5 Tonner. Und dann ist das eben auch ein schwerer, kleiner, in meinem Verständnis fast schon LKW. Man kann dieses Auto dann noch auf 3,88 Tonnen auflasten. Das ist aber, und jetzt schließe ich wieder an die Geschichte von vorhin für die Route, nicht so wahnsinnig empfehlenswert für den Campingurlaub oder für den Reiseurlaub mit dem Auto hier zumindest in Südfrankreich. Denn es sind nicht nur Höhenbeschränkungen hier in Südfrankreich, sondern auch sehr, sehr viele 3,5 Tonnen Beschränkungen für Routen. Es gibt wahnsinnig viele Routen hier, da steht immer 3,5 Tonnen dran. Dann ist man auf dem Papier mit dem 3,88 Tonnen Auflastung, das Grand California 600,
nicht so gut bedient. Auch beim 680er, der dann auch mal drüber gehen kann, das ist auch keine gute Wahl, wenn man hier denn diese kleinen Routen fahren will. Und diese kleinen Routen führen nun mal zu den schönsten Dörfern und schönsten Spots. Und dann ist das eben auch ein bisschen blöd, dass man dann auf dem Papier zumindest, man kann es ja versuchen, man kann ja trotzdem reinfahren, ob jetzt 3,5 oder 3,88 Tonnen auf dem Papier stehen, spielt ja für die Brücke hier entsprechend keine Rolle. Aber sollte man kontrolliert werden, der Zufall ist ein Eichhörnchen, dann ist es natürlich blöd. Deswegen ist das nicht zu empfehlen. Dann bekommt man auch bei 3,88 Tonnen eine N2-Vorzulassung. Das ist alles vielleicht auch in Ordnung und manche benötigen das auch, keine Ahnung. Aber man soll sich zumindest im Klaren darüber sein, dass es hier auf den Routen diese 3,5 Tonnen Beschränkungen gibt. Ansonsten zum Auto, jetzt zum Campingerlebnis mit dem Auto. Das ist natürlich schon toll, wenn man seine eigene Bettwäsche dabei hat, sein eigenes Bett hier sowieso dabei hat, seine eigenen Badsachen, sein eigenes Bad immer wieder hat, auch wenn es klein ist und auch wenn jetzt durch den Wasserhahn, der jetzt leicht kaputt geht, den muss man halt dann austauschen. Das ist dann eben so, dass wenn das ganze Bad dann nass ist, weil das Wasser immer runterläuft, wenn man nasse Füße hat und so, klar, man muss es immer sehr, sehr schnell sauber halten, damit es nicht unangenehm wird, damit nicht Krümel und Haare drumherum liegen, weil es ist dann doch am Ende ein kleiner Raum für 9 Übernachtungen. Das ist dann schon sehr viel. Und gerade für so Campingbeginner wie mich, wie uns, ist das am Anfang sehr ungewohnt gewesen, dass man sich da erstmal orientieren musste. Was schön wäre, man hat hier zwar ein abschließbares Handschuhfach, aber was trotzdem schön wäre, weil man ja alles dabei hat, gerade jetzt ich mit meinem Laptop, wo ich immer die Sachen gleich schneide, oder mit der Kamera oder auch mit Schmuck haben wir jetzt nicht viel dabei, aber trotzdem wäre es schön, auch wenn man länger mit dem, noch länger mit diesem Gerät unterwegs ist, dass man irgendwo ein Safe hat. Ein Safe, der richtig sicher ist, der vielleicht irgendwie hinten, unten in die Karosserie, ins Chassis irgendwie mit eingeschweißt ist, dass man den aufmachen kann und so, damit man wirklich seine Wertsachen reinlegen kann. Denn man ist ja gerade mit diesem Auto nicht immer auf dem Campingplatz. Man ist ja auch, so wie wir es jetzt gemacht haben, auch mal in der Stadt, in Marseille. Und da lässt man ungern einfach seine Sachen so im Auto. Ich habe es jetzt hinten immer reingetan, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Wir haben auch immer versucht, unter einer Kamera oder so zu parken. Und dann ist das alles in Ordnung. Und was tatsächlich auch schön wäre, wäre eine etwas erhöhte Qualität bei manchen Punkten. Ein erhöhter Volkswagen-Anspruch. Ich weiß, das ganze Segment hier mit dem Camping, mit den Caravans und so ist preislich hart umkämpft. Da zählt jeder Cent. Bei Volkswagen zählt sowieso jeder Cent. Klar, weil Stückkosten dann auf die Menge gerechnet, macht das natürlich viel aus. Aber bei Schrankscharnieren, bei Spaltmaßen, im Bad teilweise die Qualität der Teile, die könnte wirklich ein bisschen besser sein. Und dann fehlt mir, wir haben so ein schönes LCD-Display hier drin, das auch super funktioniert mit der Truma-Zentraleinheit unten. Die beiden harmonieren sehr gut und stimmen sich auch sehr, sehr gut ab. Aber die Camper-Zentraleinheit hier, die hätte meiner Meinung nach noch ein paar mehr Anzeigen verdient, finde ich. Zum Beispiel ein Sensor, ob man gerade steht, das kennen wir vom California zum Beispiel, also vom kleineren auf VW-Bus-Basis basierten Auto. Der hat das, damit man weiß, okay, stehen wir jetzt gerade, stehen wir nicht gerade, müssen wir nochmal nach vorne, müssen wir nochmal rangieren. Das wäre sehr schön, wenn das im Display drin wäre. Und dann natürlich noch ein paar andere Sachen, die gerade für mich als bisschen Technologie-Freak schön wären, zum Beispiel, wie viel die Solaranlage oben einspeist, wie viel generiert man da gerade und so weiter. Sonst sind die Anzeigen sehr gut mit Frischwasser, Abwasser, alles, was man da abwählen kann und anwählen kann. Das passt, aber wie gesagt, ein erweiterter Funktionsumfang bei dieser Einheit wäre sehr schön. Was wir hier noch drin haben, ist WLAN. Wir haben hier die Möglichkeit, auch über WLAN die Geräte zu koppeln. Da muss man sich aber sehr kompliziert anmelden bei Volkswagen und alles registrieren und so. Dazu hatte ich ehrlich gesagt jetzt keine Lust, also haben wir das nicht ausprobiert. Aber es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit eines Hotspots hier. Das heißt, man kann dann auch streamen, iPad und irgendwo so, das so als Fernseher hinstellen und machen, dass das dann auch sehr cool funktioniert. Ansonsten war das ein sehr gutes Erlebnis, das auch mal auszuprobieren, gerade als Camper-Anfänger, dass man auch mal sieht, okay, man kann direkt in diese Lagen fahren, dann hat man auch direkt dieses Panorama
vor sich, das ist wie die eigene Suite direkt an der an dieser Stelle haben, an der Location haben, die man sich auch wünscht und vorstellt in diesem Moment. Man kann sehr spontan sein, sehr flexibel sein, muss auch in Teilen sehr gelassen sein, auch gerade in großen Städten. Aber das bekommt man dann mit der Zeit, mit ein paar Tagen auch hin. Ja, vielen Dank hierhin, bis hierhin fürs Zuschauen, für diesen umfangreichen Erfahrungsbericht mit dem Grand California 600. Ich hoffe, wir konnten Ihnen oder ich konnte Ihnen hier einiges nochmal, obwohl das Auto ja schon relativ lang auf dem Markt ist, nochmal ein bisschen näher bringen. Gerade auch mit diesem ausführlichen 9-Nächte-Test. Und ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Vergessen Sie nicht, hier unten auch noch zu abonnieren, unsere Kanäle zu abonnieren, auch YouTube hier zu abonnieren, sodass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen können.